Iglo Knusperfisch. Ja, das ist was ganz Neues von Iglo, was aber an sich Fischstäbchen sind. In besonderen Form. Kommt bei Kindern sicher gut an, aber ob es auch schmeckt, finden wir jetzt heraus. Willkommen bei der Foodschau. Ja, im Vorspann habt ihr das gesehen. Heute testen wir Knusperfisch von Iglo. Ja, ein nagelneues Produkt aus dem Hause Iglo, was euch, ja, Fischstäbchen in anderer Form bietet. So einfach können wir es sagen. Es gibt sie in drei Formen. Einmal im Fisch, einmal im Stern, also Seestern, und im Ankerformat. Ihr bekommt hier 11 Stück, also 11 solche Figürchen sind hier drin, mit 352 Gramm. Also durchschnittlich 11 Stück, können fülltechnisch auch anders sein. Für 4,89 Euro, also fast 5 Euro die Packung. Das ist nicht wenig. Wir hatten das Thema ja schon bei den Garnelen gehabt. Die waren ja auch nicht so günstig. Und wenn man jetzt nämlich auf die Zutaten Nährwerte gleich schauen, stellt man natürlich fest, es ist ja nicht nur Fisch. Also wir haben hier 325 Gramm oder 52 Gramm. Und davon sind, kann ich euch jetzt im Voraus schon mal sagen, 52% nur Fisch. Das heißt, wir haben hier ungefähr 126 Gramm Fisch drin. Für 5 Euro. Es ist schon ein stolzer Preis. Natürlich, es wird sich ja ziehen. Meine Freundin sagte das gerade auch schon. Wenn sie ein Kind wäre, das wird sie geil finden. Das zieht optisch einfach total. Ist ein Kinderprodukt, was Kinder wirklich anspricht. Also ist ja immer die Frage, braucht man diese Kinderprodukte? Es ist natürlich, wie gesagt, stolzer Preis. Viel Panade, also 49% Panade. Okay, es sind noch ein paar Gewürze mit da drin, das können wir jetzt einmal kurz einblenden. Ich zeige euch mal kurz, was da genau drin ist. Also Alaska Seelachs, 52%. Dann kommt das Paniermehl aus Weizenmehl, Wasser, Gewürze, Paprika, Kurkuma, Pulver wird es sein natürlich, Hefe. Dann nochmal Wasser, Rapsöl, Weizenmehl, Stärke, Salz. Ja. Und eine Portion enthält ungefähr 128 Gramm. Okay, das würde ungefähr auf den Fischanteil passen. Ja, Omega-3 ist auch ein bisschen drin. Gefangen wurde es mit einem Schleppnetz. Ist Alaska-Seelachs, wird auch noch mit angegeben. 207 Kalorien auf 100 Gramm. Eiweiß hat es ungefähr 11 Gramm. Salz hat es 1, ja, alles in den Einerbereich. Salz ein bisschen weniger. Ja, aber das ist es. Ich hau die jetzt für euch im Backofen. Ihr könnt die auch in der Pfanne machen, aber ich habe den Backofen eh gerade an, da ich gerade eine Pizza für euch getestet habe. Und dachte ich mir, komm, dann kann ich die auch noch im Backofen werfen. Und jetzt bin ich dann mal gespannt, wie sieht es denn geschmacklich, also wie sehen die dann fertig aus? Sind die viel zu wapprig oder sind die ein bisschen fester? Ist es ein Unterschied zum Fischstäbchen? Lohnt sich der Mehraufwand? Wir gucken gleich mal. Also, ich hau die jetzt im Backofen für, was steht hier drauf? 220 Grad Ober-Unterhitze oder Umluft für 12 bis 14 Minuten oder 5 Minuten in der Pfanne und dabei mehrmals wenden. Also so wie ihr möchtet. Also rein damit und dann wird gleich probiert. Und hier sind sie jetzt. So sehen sie aus. Frisch aus dem Backofen. Das sind halt wirklich so kleine Dinger. Ja, werden halt knusprig, funktioniert im Backofen wunderbar. Das finde ich ja immer schön, wenn es auch im Backofen funktioniert oder als so Fritteuse, statt in der Pfanne, wo halt nochmal Fett dran kommt. Ja, aber das sind sie halt, solche kleinen Dinger. Ich werde jetzt mal einen für euch aufmachen, damit ich euch das Innere kurz zeigen kann. Und dann werden wir sie probieren. Ja, und hier ist er jetzt einmal, der Fisch. Einmal aufgerissen und da sieht man wunderbar, das ist halt wirklich gehäckselter Fisch, der in Form gebracht wurde. Er ist aber sehr, sehr locker. Es sind sehr, sehr viele Löcher drin. Und es ist halt nicht so, ja, so fest wie jetzt bei einem Fischstäbchen. Also mal gucken, wie das jetzt gleich schmeckt. Und jetzt darf ich probieren. Ja, das sind sie halt, die kleinen Figuren. Also wenn man sie jetzt mal auch in der Größe sieht, die sind wirklich klein. Also das sind wirklich so die kleinen Dinger, wenn ich sie auf die Handfläche lege, das passt so auf meine Handfläche. Und ich habe keine großen Hände. Also das ist wirklich, ich bin jetzt nicht mit großen Händen gesegnet, wenn ich dann so ein Handy daneben sehe. Also ihr seht das von dem Größenvergleich. Also es sind halt kleine Fische. Kleine Fische. Jetzt hatte ich irgendwas auf der Idee noch damit, aber naja. Aber es ist halt kleine Fische für viel Geld. Das könnte man jetzt auch schon sagen, weil es ist natürlich panierter Seelachs. Es ist, hat natürlich kein Fischstäbchen. Fischstäbchen wird ja aus dem Block geschnitten. Natürlich, das ist jetzt auch nicht perfekte Fisch, aber da wird der Fisch ja so schon portioniert, dass der so in dem Block ist. Aber ihr habt trotzdem noch dieses Filet. Hier habt ihr halt gehäckseltes Filet. Also und da ist natürlich jetzt auch diese ordentliche Luft drin. Riecht ganz leicht nur, finde ich, nach Fisch. Also der Seelachsgeruch ist sehr dezent, jetzt nicht so wie beim Fischstäbchen, aber man sieht halt auch, wie dick die Panade ist. Es schmeckt typisch nach Iglo, aber es ist wirklich ultra fluffig. Also, das ist nicht positiv gemeint, weil ich finde das nicht so schön.
wenn ich jetzt einen fluffigen Fisch esse. Also der ist wirklich sehr, sehr locker, der Fisch innen drin. Da ist jetzt nicht viel Gegenkonsistenz. Man isst eigentlich hauptsächlich wieder Panade. Also, man sieht das hier jetzt nochmal ganz gut mit dem Fisch. Wie gesagt, das ist ultra locker, diese Masse hier drin. Wenn man das jetzt hier mal so abnimmt, sieht man das noch ein bisschen besser. Wie luftig das ist. Können so ein bisschen aussehen wie so eine Reismasse. Und du kannst sie halt auch rauslutschen. Und es geht dir halt auf der Zunge. Ja, das ist kein Produkt, was man braucht. Ich kann es verstehen, dass es solche Produkte gibt, weil es gibt leider die Probleme, dass Kinder sagen, ich will das nicht mehr essen, weil es ist einfach das, das und das. Ich habe kein Kind, aber ich habe Patenkinder, wie ich meine Freundin, und wir kennen die Diskussion. Und natürlich hat man auch noch in der Freundeskreis Leute mit Kindern. Jeder, der Kinder hat, kennt diese Diskussion, wenn es ums Thema Essen geht. Wenn die Kinder das einfach nicht mehr essen wollen. Darum gibt es Dino Nuggets, darum gibt es diesen ganzen Kram, ja. Aber so schön das auch aussieht und so viel Spaß das sicher macht für Kinder, wenn du auch so einen Teller machen würdest, der so aussieht, die dann 100% diesen Fisch essen und auch ihr Kartoffelbrei und ein bisschen Salat dazu essen, noch ein paar Möhrchen, wenn du dir wirklich diese Mühe machst. Aber ...126 Gramm Fisch, 127, lass es 130 Gramm am Ende sein, Fisch für 5 Euro oder 4,89 Euro, aber das sind so gut wie 5 Euro. Das ist eine Stange Geld für sowas. Dann holt lieber irgendwie richtigen Fisch, macht daraus was. Von mir aus stecht den Fisch mit einem Gebäckförmchen aus und macht daraus einen Fisch oder paniert den selbst. Oder kauft Fischstäbchen. Und Fischstäbchen gehen auch bei Kindern fast immer. Fischstäbchen ist so ein Dauerprodukt, was immer zieht. Aber da kriege ich mehr für mein Geld als jetzt hier leider gehäckselten Fisch mit Panade. Da müsste viel mehr Fisch drin sein. Also wenn das jetzt wenigstens so 250 Gramm Fisch wären, aber wirklich so 126 Gramm Fisch, das ist doch wieder so, alle meckern immer, dass alles teurer wird, aber das sowas wird dann gekauft. Und das verstehe ich dann immer nicht. Und das wird auch positiv promotet. Ich habe das ja auch schon mal anderen Bloggern jetzt wieder gesehen, die das Produkt wirklich sehr positiv darstellen. Wo ich mir immer denke, also Eltern mit Kindern haben dann auch zu kämpfen. Da wird das Kind ja auch nicht satt von. Und es hat ja trotzdem Kalorien und Co. Weil durch die Panade, das ist es jetzt ja auch nicht wenig. Wenn du deinem Kind 4 Stück von diesen Dingern gibst, also 4 von diesen 4 Symbolen, dann hat es halt auch 170 Kalorien zu sich genommen. Und Salz und den ganzen anderen Kram. Natürlich ist es jetzt nicht so viel, aber trotzdem überlegt man halt. Will ich das meinem Kind geben oder soll es wirklich was Nahrhaftes essen? Und also ein Fischstäbchen finde ich immer noch geiler. Ist einfach so. Also Fischstäbchen schmeckt besser. Das hier ist okay, kann man machen, aber ist jetzt nicht der Oberhit. Das knuspert, das hört ihr, denke ich mal, auch. Aber du isst halt nur Panade mit ein bisschen Fisch. Das ist doof. Also es muss wirklich mal weggehen wieder von diesem Panadentrend, dass einfach so ein Produkt fast 50% Panade hat. Warum geht das nicht mit 30% Panade? Warum gibt es nicht eine geile, dünne Panade? Das kriegen sie ja bei anderen Produkten auch gut hin. Das finde ich so ein bisschen schade. Punktemäßig hilft nichts, ich mecker sonst. Man kann es essen, ich kann die Zielgruppe verstehen, preislich mir viel zu teuer. Maximal, weil es immer noch kein, es ist ja kein schlechtes Produkt und es schmeckt nicht schlecht, aber maximal wirklich nur nett gemeint und noch 2 von 5 Punkte. Aber es ist von der Preis-Leistung mir einfach viel, viel zu viel. Kauft ein anderes Produkt für eure Kinder, wenn ihr diese Diskussion habt. Oder kauft Fischstäbchen, macht daraus eine tolle Geschichte. Macht von mir aus ein Fischstäbchen und macht da diesen Kartoffelbrei-Vulkan, den man machen könnte mit der Soße. Das funktioniert ja auch. Muss ja nicht immer gleich ein Dino-Nugget sein. Und dann hast du mehr davon, weil dann kriegst du wie gesagt eine 14, 15 Fischstäbchen mit weitaus mehr Fisch. Wenn da noch so viel drin ist. Ich kaufe nicht die von Iglo, die Fischstäbchen. Darum weiß ich nicht, wie viel da drin sind. Aber das könnt ihr mir vielleicht sagen. Ich sage jetzt aber danke fürs Foodschauen. Bis zum nächsten Mal. Ich bin gespannt auf eure Kommentare zu dem Produkt. Ja. Ciao. Euer Bob.